Hallöchen, schon wieder eine blöde Begrüßung. Ich wünsche euch allen erstmal ein gesundes neues Jahr. Und ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Wie bin ich reingerutscht? Schlafend. 23:45 bin ich wirklich weggeknackt. Ich war weg. Hab das Knallen noch gehört und so, aber ich war so groggy. Hatte die Nacht davor nur 3 Stunden geschlafen, war seit 5 Uhr wach und habe den ganzen Tag meine Katzen hier beruhigt, weil die hier wirklich ausgerastet sind. Das war so laut, die haben diesmal schon so zeitig angefangen zu knallen, schon den ganzen Tag über. Und ich kann es einfach nicht verstehen. Ich weiß nicht, alle Jammer haben kein Geld und dann wurde so viel, und die haben dies Jahr so viel geknallt, nee. Aber egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Ich hoffe, ihr habt alle, seid alle gut reingekommen und ich wünsche euch allen von Herzen ein gesundes neues Jahr. Ich habe ein Paket, nicht bekommen. Ich habe echt, Leute, 5 Kilo schwer, ich weiß nicht, wie schwer, es ist riesenschwer, es ist voll. Ich will jetzt auch nicht alle einzeln auspacken, ich brauche eure Hilfe. Ich möchte nicht trashen, ich möchte kein Trash-Päckchen machen, weil wenn ich Trash mache, kriege ich wieder was zurück, weil ich habe so viel und... Das ist überwiegend voll aus Trash-Päckchen oder Sachen, die ich geschenkt bekommen habe. Ich freue mich und bedanke mich und finde es auch toll, dass man mich beschenkt und dass ich freue mich immer. Ihr kennt mich, also das ist alles nicht gesponnen, ich freue mich wirklich. Aber ich habe jetzt so viel, weil ich benutze es nicht. Ich benutze es einfach nicht, weil es sind wirklich tolle Sachen dabei und meine Abonnentin, die mir das geschickt hat, oder einige haben mir auch gesagt, ich kann damit machen, was ich will, kann es verkaufen, vertrashen, vertauschen, vermachen, vertun. Es sind wirklich von Foundation bis Lidschattenpaletten bis Bronzer, Puder, Rouge, Highlighter, Augenbrauenprodukte, Nagellacke, Stippenlüfte. Es ist alles bei. Es ist alles. Also damit könnte jemand starten und so, ja, noch mehr, also das ist wirklich, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll, ich weiß es nicht. Ich könnte es verlosen, wir sind alle ihr brauchte Sachen und ich weiß nicht, was ich damit machen soll, Leute, ich weiß es nicht. Sagt mir was, gebt mir Vorschläge, sagt, was ich machen kann. Ihr könnt es bei Kleiderkreisel, aber wisst, mir die Arbeit zu machen, da alle bei Kleiderkreisel reinzusetzen und sich dann vielleicht noch rumärgern, mag ich nicht, möchte ich auch nicht. Möchte ich nicht. Ich weiß nicht, was. Gebt mir Vorschläge, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir rein, was ich machen kann, habt ihr Ideen, vielleicht auch tauschen, weil ich mache jetzt fange an, meine Nägel zu machen, habe ja noch nicht so viel Nagelprodukte, vielleicht möchte da jemand tauschen, dass er mir, wie ich, das und das will er haben und ich weiß es nicht, also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass es langsam ins Überhand nimmt und ich habe mir auch diesen Monat nichts gekauft an Kosmetik, wow, also nicht diesen Monat, letzten Monat, Dezember, habe ich mir nichts gekauft an Kosmetik. Und ich werde mir in Zukunft auch nichts mehr kaufen, weil ich habe genug. Ich habe wirklich genug. Und es sind zum Beispiel, ja, diese schöne Palette habe ich jetzt erst bekommen von BH Cosmetic. Aber ich habe so viele Paletten, Und es tut mir auch leid, dass ich mich von diesen Sachen trenne. Aber vielleicht freut sich jemand anders drüber. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ja, ihr denkt auch, weil die hat Probleme. Mein Gott, hat die Kinder anderen Probleme? Doch, ich habe auch andere Probleme, aber die möchtet ihr auch nicht haben. So, von daher. Ich brauche eure Hilfe. Macht mir Vorschläge, was ich machen kann. Was ich mit den Sachen... Es ist wirklich... Es ist alles dabei. Das ist... Hier. Diese Revolution-Palette. Die habe ich zweimal, deswegen gebe ich eine davon weg. Ja, also das ist Blushes. Oder diese, die habe ich mir erst gekauft, aber ist auch mit drin. Gebe ich auch mit weg. Micellenwasser. Wie gesagt, Foundations. Denn sowas hier.
was ist denn? Masken, Augen-Make-up-Entferner, Setting-Sprays. Ich möchte nicht alle hier, zum Beispiel diesen Highlighter, den mochte ich eigentlich dann ganz gerne. Der ist wirklich von P2, war das eine limitierte Edition. Der erinnert mich so ein bisschen an den Mary Luminizer, aber ich benutze es nicht. Es liegt bei mir nur rum. Hier ein bisschen Trockenshampoo. Augen-Make-up-Entferner. Konturpalette. Nochmal Augen-Make-up-Entferner. Denn diese Palette hier, die ich mir erst, die habe ich ja noch doppelt, die habe ich ja noch einmal für euch, ne? Diese hier von Revolution. Es ist also wirklich Paletten über Paletten hier drin und ich weiß echt nicht, was ich da. Ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr mir sagen, was ich damit. Vielleicht habt ihr Ideen. Schreibt es mir bitte in die Kommentare rein. Ich wäre euch sehr dankbar. Weil irgendwas muss passieren. Es ist auch zu schade, dass es hier rumsteht. Und zum Wegschmeißen sowieso viel zu schade. Also ich schmeiße sowas auch nicht weg. Das bringt gar nicht übers Herz, dass ich sowas wegschmeiße. Ja. Das war's jetzt von mir. Ich brauche einfach eure Vorschläge, Ideen. Sagt mir, was ich machen kann. Ich würde auch ein paar Sachen verlosen. Aber wie gesagt, die sind gebraucht. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Manche mögen es ja nicht, wenn sie gebrauchte Sachen bekommen. Anderen ist es egal. Mir ist es zum Beispiel auch egal, ob die Sachen hier gebraucht sind oder nicht. Man kann sie desinfizieren, etc. pp. Also ich habe mich da eh nicht so. Aber wie gesagt, macht mir ein paar Vorschläge. Das wäre nett. Und das war auch. Mehr wollte ich heute ja nicht. Und ja, in diesem Sinne, ich warte auf eure Vorschläge. Ich danke euch. Tschüss.